Ohne Mampf kein Kampf, das wussten auch schon die alten Römer. Und deshalb stärken wir uns noch einmal ausgiebig, bevor wir in Richtung Chirontialm bzw. Matzmannfrau aufbrechen. Noch wissen wir nicht, dass es uns in einen richtigen Klassiker verschlagen wird. Denn geplant ist eigentlich eine der drei, zumindest teilweise mit Bohrhaken abgesicherten modernen Touren. Und nun rückt sie auch schon in den Blick, die riesige Treppe der Watzmannfrau Westwand. Senkrechte Felsabschnitte mit großen horizontalen Bändern dazwischen. So perfekt dieser Morgen auch sein mag, in der Wand schaut es ganz anders aus, denn von einem heftigen nächtlichen Gewitter sind große Teile von Wasserstreifen durchzogen. Da der 9. Grat und nasser Felsen wohl keine sehr einladende Kombination ist, verschlägt es uns nun in die zumindest trocken scheinende Westverschneidung von Werner Schertler. In der ersten Seillänge geht es noch recht flott seilfrei und in Zustiegsschuhen voran und anschließend steigt Simon, immer noch in Zustiegsschuhen, aber mit Seil, die zweite Seillänge vor. Außer den geklebten Ständen stecken nur wenige Rostgurten in den Seillängen und so müssen wir unser durchaus recht kleines Rack äußerst intelligent und sparsam über die Seillängen verteilen. Hier die vierte Seillänge, die Schlüsselseillänge im unteren 7. Grat. Sie stellt das klettertechnische Highlight der Route und mag so manchen modernen Sportkletterer mit Sicherheit leichter fallen als manche Fünferlängen der Tour. Der Felsen ist perfekt, die Absicherung einfach und an der Schlüsselstelle muss lediglich an ein paar Henkeln mal fester angepackt werden. Nun ist der Simon auch schon über das kleine Dächle hinweg und nach dem ersten großen Schotterband geht es nun in einer feuchten Fünferlänge weiter. Voll die klassische Tour. Oh je. Alles gut, sah gerade so aus, als hätte ich. In der 7. Seillänge wählt man anstatt der mit 4+ bewerteten gelben Verschneidung lieber gleich die mit 6- bewertete Umgehung, da diese sowohl klettertechnisch als auch absicherungstechnisch wesentlich leichter ist. Ebenfalls mit 6- bewertet ist diese hervorragende Verschneidung. Sie bildet die letzte eigenständige Seillänge unserer Tour und gerade im letzten Abschlusskamin muss man den Jungs von 1962 doch gehörigen Respekt für diese Leistung in dieser Linie zollen. Einfach darüber gehen? Ach so, ja. Auf dem zweiten großen Band müssen wir ein Schneefeld überqueren, um über eine letzte Aufstiegsseillänge den Nordgrat zu erreichen. Jo. Geht das Seil da nicht? Schauen wir, es klappt irgendwo. Aha, ich gerade schon gewundert, warum es ewig nicht weitergeht. Ist gut. Okay. Simon! Lando, gut gemacht! So, ja, hey. Haben wir uns hochkämpft? Ja, da, ja. Trotz rapide ansteigender Dehydration und Hunger lassen wir uns natürlich den Gipfel nicht nehmen und steigen in circa 20 Minuten zu eben diesem auf, wo wir uns unser letztes Snickers teilen, den Blick über Watzmanngruppe, Hochkönig, Hoher Göll, Untersberg und das gesamte Berchtesgadener Land genießen. Der Abstieg über den Nordgrat ist ebenso erwähnenswert. Er bietet im unteren Teil äußerst interessante, jedoch unschwierige, aber sehr exponierte Kletterstellen und einen einsamen, schmalen Pfad durch eine wunderhübsche Landschaft zurück zum Trubel der Chirontiöte.